Herzlich willkommen zum fünften Gespräch aus unserer Reihe Protagonisten einer Leidenschaft, die Menschen vor und hinter dem Buchdeckel. Mein Name ist Christian Schneider, ich bin der Leiter des Literaturhauses Deutsche Bibliothek Den Haag und Autor der Krimireihe Tatort Märchenland. Wenn Sie uns noch nicht kennen, unser Literaturhaus befindet sich in der Witte der Witzstraat, mitten des Seeheldenquartiers in Den Haag. Nachdem wir den ersten Folgen unserer Reihe bereits einen Überblick über die Akteure gegeben haben, bereits mit einem Verlagsautor, einem Self-Publisher und einer Buchhandlung gesprochen haben, geht es heute um den Controller im Buchgeschäft, den Lektor. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Abend den Autor und Lektor Joachim Speidel bei uns begrüßen dürfen. Hallo Joachim. Hallo Christian. Einen schönen guten Abend ins Ländle. Wie geht's dir? Ja, ich kann nicht klagen. Ebenfalls einen schönen Abend nach Den Haag. Viele Grüße an die ganze Mannschaft, an das ganze Team und viele Grüße an die Zuhörerinnen und beziehungsweise Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, der Joachim und ich, wir kennen uns quasi schon fast ein ganzes kriminelles Leben. Er ist mein Lektor und hat die Kriminalromane zum Tatort Märchenland betreut. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Danke sehr. Doch, vielen Dank für die Einladung. So, ich möchte den Joachim Speidel jetzt kurz vorstellen. Er hat Germanistik studiert, Geschichte und Politik, hat ein Magisteratrium gemacht, damit abgeschlossen. Da komme ich gleich nochmal drauf, ein, zwei, drei Sätze später. Du warst ab 1989 Lektor in einem Medienrecherche- und Medienanalyseunternehmen und bist seit 2012 freier Autor und seit 2013 als freier Lektor tätig. Du hast als Autor Krimis geschrieben und wurdest für den Agatha Christie Krimipreis 2013 und 2014 nominiert und hast ein Arbeitsstipendium im Förderkreis Deutsche Schriftsteller in Baden-Württemberg 2019 erhalten. Du hast diverse Kurzgeschichten veröffentlicht in Anthologien, unter anderem auch mit dem BVJA. Du hast zwei Thriller-Romanreihen bei Bastei Löwe unter dem Pseudonym J.S. Frank veröffentlicht. Eine davon trägt den spannenden Titel Rache. Du hast dich weitergebildet im Bereich Mediendesign und du bist, wie wir schon gesagt haben, Mitglied im Bundesverband junger Autoren. Da treffen wir uns dann ab und zu mal auf der Frankfurter Buchmesse, wenn du da den Stand betreust. Ja, jetzt kommen wir zu den Protagonisten aus der Reihe. Und wir haben heute einen Lektor. Das ist eigentlich derjenige, also der Protagonist, der meine Autorenseite am besten kennt. Und wir haben wieder verabredet, dass es kein Honorar gibt, aber dass es 5 Minuten Sendezeit zur Werbung gibt. Da wird es dann wohl um die Rache gehen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Magister. Der Titel des heutigen Gesprächs lautet Schriftsteller und Lektor. Zwei Seelen wohnen 8 in meiner Brust. Ja gut, das ist klar, wo das herkommt. Der Magister, der war etwas zu wissbegierig. Ja, dann möchte ich mit der ersten Frage anfangen. Es geht jetzt ums Lektorat allgemein. Warum brauche ich als Autor ein Lektorat? Lesen kann ich selber. Wenn es sein muss, kann meine Tante Erna als pensionierte Deutschlehrerin ja mal über den Text lesen. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, ein Lektorat ist nicht lebensnotwendig. Aber ich finde, es ist notwendig, es ist sinnvoll. So wie, glaube ich, also ich nehme immer gern den Vergleich so aus dem Sport, so wie eben die beste Fußballmannschaft oder der beste Tennisspieler einfach einen Trainer braucht, um das Spiel zu verbessern, so braucht, glaube ich, auch einen Autor, auch einen Lektor, der ihn besser macht. Ich glaube, im Zusammenspiel zwischen Autor und Lektor kann man Texte besser machen. Und wenn die Tante Erna zwar eine gute Deutschlehrerin war und sich einigermaßen in Orthographie auskennt, heißt es nicht unbedingt,
dass sie sich auch auskennt in Literatur, dass sie sich auskennt in den neuen Literaturgenres, dass sie sich auskennt im Stil, in Erzählperspektiven. Und da macht es dann halt, und natürlich ja, was bei Tante Erna auch noch wichtig ist und fast gar schon dramatisch ist, sie ist einfach subjektiv, weil sie deine Tante ist. Und sie wird nie richtig objektiv urteilen. Das ist leider so. Als Testleserin ist sie vielleicht super, aber als Lektorin, die knallhart dir vielleicht auch die Punkte darlegt, die einfach nicht super sind, ist sie vielleicht nicht so geeignet, ganz einfach, weil sie verwandtschaftlich, freundschaftlich mit dir verbunden ist und dich einfach auch schonen will. Und da braucht, würde ich sagen, ein Autor, eine Autorin, braucht jemanden Externes, der den Text nüchtern, sachlich, objektiv betrachtet, der auch vielleicht bittere Wahrheiten sagen muss, der aber auch feststellen kann, hoppla, dies und jenes funktioniert, das sind deine starken Seiten und an den schwachen Seiten musst du noch ein bisschen dran arbeiten. So wie eben der Trainer von dem besten Tennisspieler der Welt sagt, hey, Vorhand ist klasse, aber an der Rückhand solltest du noch arbeiten. Und so empfehle ich eigentlich jedem Autor, jeder Autorin auf alle Fälle auch ein Lektorat. Ja, du hast es ja gesagt, sie ist eine gute Deutschlehrerin, Orthographie, das ist prima. Es gibt ja auch noch andere Seiten des Lektorats. Denn welche Arten von Lektorat gibt es? Also es gibt das dramaturgische Lektorat, das stilistische Lektorat und ganz am Schluss kommt das Korrektorat. Fangen wir mal mit dem Lektorat, dramaturgischen Lektorat an. Also da geht es um den Inhalt. Wie sind die Figuren aufgestellt? Wie sind sie charakterisiert? Wie ist die Erzählperspektive? Wird sie durchgehalten durch den Roman? Gibt es wechselnde Erzählperspektiven? Dann natürlich auch Logik, Schlüssigkeit, Stringenz der Handlung. Dann auch der dramaturgische, der spannende Aufbau einer Geschichte. Wenn du ein Krimi schreibst und im ersten Kapitel gibt es einen Mord, gibt es so die Aufklärung des Mordes und der Mörder wird verhaftet und in den nächsten 10 Kapiteln geht es darum, dass der Kommissar und seine Freundin sich auf Capri einen schönen Lenz machen. Dann ist es vielleicht ein netter Roman, aber es ist halt einfach kein guter Krimi. Und da sagt dann eben der Lektor in seinem dramaturgischen Lektorat, hör mal, möchtest du nicht den Roman etwas umbauen, damit eben die Spannung erhalten bleibt bis zum Schluss. Das ist so das A und O des dramaturgischen Lektorats. Stilistisches Lektorat, da geht es dann wirklich so um Stilfragen, um die richtigen Redewendungen, um die richtige Wortwahl, um die richtigen Formulierungen oder passenden Formulierungen, muss man sagen. Da geht es dann auch um Wortwiederholungen, zu viele Wortwiederholungen, unnütze Wortwiederholungen, unnütze Füllwörter. Einfach der Lektor hilft einem Autor dann, die Lesbarkeit zu erhöhen, den Lesegenuss eigentlich zu erhöhen. Das betrifft eigentlich so dieses stilistische Lektorat zum großen Teil. Und am Schluss kommt eigentlich das Korrektorat. Der Korrektor sollte sich, also das ist so ein hehres Ziel, der Korrektor sollte sich auf Orthographie, auf die Interpunktion und auf die Grammatik konzentrieren. Am besten blendet er den Inhalt komplett aus, was selten erfolgreich ist. Also bei mir passiert es eigentlich immer, dass ich was vom Inhalt mitbekomme, also das da kennst du ja auch schon einiges berichten. Und wenn mir tatsächlich noch was auffällt, hoppla, da stimmt was im Stil nicht. Da stimmt was mit der Logik nicht. Das ist ein klitzekleiner Logikfehler. Dieser Logikfehler ist dem Autor nicht aufgefallen, ist dem Lektor nicht aufgefallen, aber mir als Korrektor, als dem Letzten, dem ist er aufgefallen. Dann schreibe ich das eigentlich in ein Kommentarfeld rein. Und gibt es dem Autor einfach nochmal zum Überdenken. Aber ansonsten ist es wirklich eine Arbeit mit dem Duden zusammen. Also Online-Duden ist immer an. Und dann wird der Text wirklich abgeklopft und wird versucht, die Fehlerquote so Richtung Null gehen zu lassen.
Wie läuft das ab mit dem Lektorat in allen Teilen? Also wenn du jetzt, wenn Engelchen und Keller ins Haus flattern, wie gehst du dann vor mit dem Text? Also wenn Engelchen und Keller zu mir kommen, dann werde ich erst und ihre Geschichte erzählen, dann werde ich mir diese Geschichte erstmal ausdrucken und dann versuche ich ganz entspannt diese Geschichte zu lesen. Entspannt heißt aber natürlich fokussiert auf den Inhalt. Also ich werde einfach schauen, das ist ja eigentlich ein ganz tolles Ermittlerduo, die kenne ich jetzt eigentlich schon, die beiden kenne ich jetzt schon ganz gut. Da bin ich einfach mal gespannt, was haben Sie jetzt mal wieder erlebt zusammen, welche Fälle, welche Abenteuer werden Sie gemeinsam durchmachen, welche Fälle müssen Sie dann gemeinsam lösen. Also das interessiert mich und da konzentriere ich mich einfach auf den Inhalt. Dabei werde ich natürlich aber auch die stilistischen Kleinigkeiten, die orthografischen Kleinigkeiten auch oder Fehler werde ich auch versuchen auch auszumerzen. Ist ganz klar, was mir auffällt, wird notiert, wird rot markiert oder grün markiert. Aber das dramaturgische Lektorat ist sozusagen die erste Phase. Und die bekommst du als Autor oder bekommt der Autor, die Autorin bekommt dann eben, der bekommt es ihren Text wieder zurück, eben mit meinen dramaturgischen Anmerkungen. Und die Autorin, der Autor geht die durch, wird versuchen, diese Änderungen abzuarbeiten, einzuarbeiten. Es kann gut sein, dass da auch oder ich hoffe natürlich, dass da auch ein Austausch stattfindet. Vielleicht liegt der Lektor auch schief, vielleicht hat der Lektor auch etwas nicht ganz verstanden, das kommt ja auch vor. Oder es hat nur eine kleine Passage gefehlt, die man noch einfügen kann. Also, das ist schon eine richtige Teamarbeit, die dann beginnt eigentlich. Die Arbeit am Text, die Arbeit am Inhalt. Und da, wenn diese Phase zu Ende ist, dann kann man eigentlich zur nächsten Phase, zum stilistischen Lektorat übergehen. Es kann aber natürlich sein, dass in dieser Phase des dramaturgischen Lektorats erhebliche, entscheidende Teile geändert werden sollten. Wenn das der Autor auch so sieht und wenn der Autor sich daran setzt, neue Passagen zu schreiben, neue Kapitel einzubauen, alte Kapitel vielleicht rauszulöschen, den Roman komplett umzubauen, dann ist natürlich angeraten, eben nochmals ein dramaturgisches Lektorat über diese grunderneuerte Version drüber gehen zu lassen. Das geschieht aber natürlich alles in Absprache mit dem Autor. Der Autor sollte selbst einschätzen können, wie komplett seine Version eben ist und ob ein zweites Lektorat für ihn notwendig ist oder nicht. Unter Umständen kann auch ein drittes dramaturgisches Lektorat dem folgen. Warum nicht? Also wie gesagt, das oberste Ziel ist es, den Text zu verbessern. Also das oberste Ziel von Autor wie auch von Lektor. Wenn dieses Ziel, dramaturgisches Lektorat, wir sind beide glücklich und zufrieden, spannende Geschichte, wenn diese Phase zu Ende ist, dann kann man zum stilistischen beziehungsweise zum Korrektorat eigentlich übergehen, weil eigentlich in diesen ganzen, in dieser dramaturgischen Überarbeitung wird zwangsläufig auch am Stil gearbeitet. Da geht es dann wirklich auch in die Arbeit rein, wo jedes Kapitel abgeklopft wird. Und da haben dann Stilfragen, stilistische Fragen haben auch eine große Bedeutung. Das wird dann in dieser Phase eigentlich meistens auch gleich mitgemacht. Und der Schluss ist dann wirklich das Korrektorat, der findet dann also so die letzten Fehler, der bügelt die letzten Falten dann noch aus. Okay. Ich kenne ja meine Fehler. Ist das so allgemein üblich, dass man, ja, zum Beispiel, wenn mehrere Personen einer Szene mitspielen, dann nicht immer klar ist, welche Person spricht? Ist das auch so ein üblicher Fehler oder was wird denn im Lektorat, gemacht oder was kannst du jetzt den Autoren sagen? Da könnte man drauf achten, dann erspart ihr euch und dem Lektor vielleicht ein bisschen Arbeit, so was so häufige Fehler sind.
Ich denke, dass der häufigste Fehler ist der, beziehungsweise ich kann gar nicht sagen, dass es ein Fehler ist, sondern ich glaube, das ist einfach bei der Arbeit des Schreibens, gehört es dazu, dass der Autor irgendwann auch eine gewisse Betriebsblindheit entwickelt. Das ist so, das kann man, glaube ich, auch einfach nicht abschalten oder ausschalten. Du schreibst den Text, du überarbeitest den Text manchmal 5-mal, manchmal 10-mal. Du schreibst an dem Text oder an deinem Manuskript Wochen, Monate, manchmal vielleicht Jahre. Du lebst mit dem Text, du lebst mit den Figuren, du lebst mit den Charakteren, du kennst sie in- und auswendig. Und in der x-ten Überarbeitung ist dir so viel klar, dass du nicht extra noch erwähnen musst, hoppla, der und der spricht gerade oder der und der hat jenes Problem, weil für dich das einfach klar ist. Und das ist so dieser Bereich der Betriebsblindheit, die jeden Autor befällt, wirklich jeden, und wo der Lektor als externer Beurteiler sagt, halt, wer spricht denn da genau? Wer ist es? Ist es der Onkel Theodor? Ist es der Neffe Sven? Das ist, glaube ich, so der Vorteil, wenn man einfach einen Lektor an der Seite hat, der einem sagt, hoppla, das musst du noch genau ausführen. Du solltest dem Leser helfen, dass er sich zurechtfindet. Auch in Passagen oder in Hintergrundgeschichten stößt der Lektor manchmal auf Informationen, die ihm fehlen. Dem Autor sind diese Informationen im Laufe von Wochen, Monaten einfach geläufig. Er hat sie dann vielleicht in der 10. Überarbeitung hat er die Informationen mal unter den Tisch fallen lassen, weil sie ihm dann zu banal oder zu redundant vorgekommen ist. Der Lektor stellt dann fest, hoppla, mir fehlt es komplett. Das sind, glaube ich, auch so diese Fehler, die durch die Betriebsblindheit entstehen. Okay. Und da muss der Lektor halt dann tätig werden und sagen, das kapiere ich nicht. Also ich mag als Lektor, mag ich geheimnisvolle Geschichten. Was ich nicht will, ist, wenn alles zu Tode erklärt wird. Ich mag Geheimnisse, aber ich mag nicht, wenn es Andeutungen gibt, wenn Geheimnisse angedeutet werden und die werden bis zum Schluss nie aufgelöst. Also das mag ich nicht. Da wird der Leser dann an der Nase herumgeführt. Und ich glaube auch nicht, dass es die Intention des Autors war. Und da muss dann der Lektor muss dann tätig werden und sagen, hoppla, Geheimnisse aufbauen ist das eine, aber du musst diese Geheimnisse dann auch irgendwann mal in so einer Aufklärung führen. Okay. Das sind, glaube ich, so die Fehler, die, wie gesagt, also da muss ich wirklich den Begriff Fehler in Anführungszeichen setzen, weil das einfach die Schwächen sind beim Schreiben, die Schwächen sind durch x-fache Überarbeitungen entstehen. Und wo dann eben der Lektor kommt und sagt, halt, da muss man eingreifen. Okay. Ein Lektor muss ja auch über gute psychologische und pädagogische Kenntnisse verfügen. Wie bringt man einer zerbrechlichen Autorenseele wie der meinen bei, dass es noch viel am Text zu tun gibt? Ja, das ist eine gute Frage. Also es hilft mir natürlich, dass ich selbst Autor bin. Und es hilft mir natürlich, dass ich in der gleichen Situation war und in die gleiche Situation auch immer wieder kommen werde, wie eben den Autor, den ich lektoriere. Und da gehört, glaube ich, einfach auch eine gewisse Empathie dazu, dass man einfach sagt, hoppla, ich kann eben nicht einem Autor das Manuskript um die Ohren hauen. Der Autor hat sich die allergrößte Mühe gegeben, ein tolles Manuskript abzuliefern. So wie du auch immer oder wie ich auch immer mir die allergrößte Mühe gegeben habe. Und da muss man dann, glaube ich, einfach auch ein Gefühl empfinden, dass man auf eine gleiche Ebene, Kommunikationsebene findet, wo wir auf gleicher Augenhöhe kommunizieren können, wo wir als Teamplayer gemeinsam durchkommen. Also Schlimmste ist, glaube ich, ein Lektor, der den Oberlehrer raushängen lässt. Oder den Feldwebel
oder ein Besserwisser oder Klugscheißer. Nee, ein Lektor sollte das alles nicht sein. Ein Lektor sollte eigentlich ein Partner des Autors sein. Ein Lektor sollte sich gemeinsam mit dem Autor ransetzen und sagen, hey, wie mache ich dein Text ist klasse, sonst würde ich ihn sowieso nicht lektorieren. Dein Text ist klasse, wie mache ich ihn besser? Das ist, glaube ich, so die Ebene. Und das sollte, glaube ich, der Lektor versuchen rüberzubringen. Okay. Jetzt mal zu den Kosten. Was kostet so ein Lektorat? Gute Frage. Beim Lektorat kann man davon ausgehen, eigentlich wie bei allem, was man kauft. Wenn man billig einkauft, muss man sich nicht wundern, wenn man eine billige Qualität kriegt. Also wenn man eine Studentin im Studentenwohnheim findet, die einem für 50 Cent eine Normseite lektoriert, dann muss man sich nicht wundern, wenn halt eben nur mickrige Qualität rauskommt. Grundsätzlich kann man sagen, das Honorar des Lektorats bemisst sich eben nach Umfang und nach Zeit- bzw. Arbeitsaufwand. Besteht eben die Lektoratsaufgabe darin, einen 10-seitigen Website-Text zu lektorieren, dann ist es was anderes wie ein 1000-seitiger Fantasy-Roman. Und dann aber auch wiederum, wenn man einen Text bekommt von jemandem, der selbst schon versierter Autor ist, der Textwerbetexter ist, der Journalist ist, kann man davon, oder gehen wir in den meisten Fällen davon aus, es sind versierte Schreiber, die können schreiben, die haben eine Ahnung, wie Texte aufgebaut sind, wie man Figuren entwickelt, die machen einem Lektor auch nicht so diesen Arbeitsaufwand, die bringen diesen Arbeitsaufwand nicht mit. Da wird man dann sich wirklich auch schön konzentrieren können auf Feinheiten, auf Details. Jemand, der mit, ein Frührentner, der mit 50 eben seinen ersten Fantasy-Roman schreibt und der eben seit 40 Jahren nichts mehr geschrieben hat, außer vielleicht mal ein paar E-Mails, der kann natürlich eine tolle Geschichte sich ausgedacht haben, aber vielleicht hakt es da hinten und vorne. Und da muss man dann wirklich beim ersten Satz anfangen. Und das ist dann ein Wahnsinnsarbeitsaufwand, der natürlich auch entsprechend honoriert werden muss. Dementsprechend empfehlen wir eigentlich auch von unserem Lektorat, dass wir Probeseiten lektorieren, dass wir einen Eindruck bekommen, wie eben dieser Arbeitsaufwand letztendlich aussieht. Der Autor, die Autorin, die erfahren dann selber, wie arbeiten wir, können sie mit unserer Art des Lektorierens, können die damit umgehen, sind sie zufrieden? Und dann natürlich ganz klar, sind sie zufrieden mit der Honorarforderung. Gibt es denn Möglichkeiten, das Honorar von vornherein nicht zu drücken? Das ist falsch ausgedrückt, aber vielleicht selbst schon so weit vorzubereiten oder Maßnahmen zu ergreifen, dass es vielleicht ein bisschen günstiger wird? Also ganz klar, Testleser. Gibt es mal, wenn du denkst, dein Manuskript sieht jetzt ganz okay aus, du bist zufrieden mit dem Manuskript, dann würde ich schon sagen, Testleser. Einfach gib's der Tante Erna. Die liest es dann ganz gern. Die gibt dir dann vielleicht auch schon so ein bisschen Hinweise und wo es vielleicht haken könnte. Gib's deinen Freunden, gibt's guten Kumpels an der Uni. Gibt es aber auf alle Fälle jemanden, der selber gerne liest und der selber ein bisschen Ahnung hat und wo das nicht einfach nur so eine Gefälligkeitstätigkeit ist. Da kann man schon, glaube ich, so die größten Hindernisse beseitigen. Also das könnte dann schon auch eine gewisse Hilfe sein, eben wenn der Text eben den Lektor erreicht, dass der sich einfach nicht erst noch mit den größten Klöpfen auseinandersetzen muss. Dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, am Preis zu oder mit dem Preis, sagen wir, kreativ umzugehen, indem man eben Paketlösungen anbietet oder indem das Lektorat vielleicht Paketlösungen anbietet. Also jemand, der eben sagt, er möchte nur ein Lektorat, aber kein Korrektorat. Da sieht es anders aus, wenn jemand sagt, ich will eigentlich alles, ich will ein Lektorat, ich will ein Korrektorat, ich will einen Buchsatz und ich will noch die E-Book-Konvertierung. Das ist dann ein schönes Paket, also da kann man dann mit Sicherheit auch ein bisschen tränen.
Und dann haben wir auch vom Lektorat die Erfahrung gemacht, also mit Stammkunden, mit alten Kunden, mit denen, die wir schon seit Jahren kennen und wo wir wissen, hoppla, mit denen können wir einfach gut, wir wissen, wie die ticken, wir wissen, wie wir mit denen umgehen können, die kennen uns. Da kann man auch immer gut mit uns reden, wie das Honorar letztendlich dann aussehen kann. Und ich glaube, das wird in jedem anderen Lektorat ebenfalls so der Fall sein. Okay. Wie wird man eigentlich Lektor? Ja, wie wird man Lektor? Also komme ich mit so einer Binsenweisheit. Aus Lust an der Freude, an der Literatur, am Schreiben, am Lesen, am Umgang mit dem Texten, aber auch am Umgang mit Texten, am Redigieren. Ich glaube, das ist einfach so diese Grundvoraussetzung. Dann denke ich, so die nächste Stufe wäre, wenn man in einem Medienberuf schon mal tätig ist, also in im Verlagswesen, im Buchhandel, bei Zeitungen, Zeitschriften, in Redaktionen, dann hat man, glaube ich, einfach schon auch das Grundgerüst, was einen erwartet als Lektor. Das ist nämlich wirklich auch eine Knochenarbeit. Nicht nur Lust und Freude ist das eine, das ist einfach die Grundvoraussetzung. Aber das andere ist auch, man muss bereit sein, ranzusitzen und Satz für Satz auch durchzugehen und abzuklopfen. Wenn einem das, wenn man sich darauf einlässt, dann würde ich sagen, okay, das wäre vielleicht wirklich so, du bist dann der geeignete Lektor, mach's, zieh dein Ding durch. Ja, du kannst natürlich auch mit Aufbauseminaren beim Verband Freier Lektorinnen und Lektoren bei der Akademie der deutschen Medien, kann man eben noch weiterführende Kurse buchen, um eben noch sein Wissen eben über Lektorieren, übers Redigieren noch zu vertiefen. Okay. Es kann sich doch jeder Lektor nennen. Ich könnte mich jetzt auch Lektor nennen, die Berufsbezeichnung ist ja nicht geschützt, oder? Die Berufsbezeichnung ist leider oder ja, ist in der Tat nicht geschützt. Man kann aber feststellen, also, dass die allermeisten Lektoren aus dem Bereich Verlagswesen, Buchwesen kommen, dass viele Akademiker sind, die Germanistik, Anglistik, Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft studiert haben, die einfach auch schon Ahnung haben vom Fach, die sich einfach auch gut auskennen, die wissen, die von der Materie wissen, die wirklich auch diese Materie in- und auswendig kennen. Da würde ich auch, glaube ich, als Autor darauf Wert legen, solche Lektorinnen und solche Lektoren dann auch ganz gezielt zu suchen und nicht unbedingt die Tante Anna oder die Nichte Chantal, die irgendwo in Norddeutschland was studiert. Okay. Es gibt ja die Berufsvereinigung der Lektoren, hast du ja schon mal angesprochen. Genau. Also das ist der VFLL, Verband Freie Lektorinnen und Lektoren. Die bieten Kurse, Weiterbildungskurse, Fortbildungskurse, Aufbauseminare an, gemeinsam oftmals mit der Akademie der deutschen Medien. Und diese Kurse, diese Fortbildungskurse, Aufbaukurse, die gehen bis hinein, wie macht man Marketing, wie werden Werbestrategien aufgebaut, aber auch Verlagsrecht, Verwertungsrechte. Also da kann man sich dann wirklich auch stetig weiterbilden und man kann sich auch, man kann sein Wissen dann eigentlich dort auch aktualisieren. Du bist ja auch Autor. Ist das eher ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn man gleichzeitig Lektor und Autor ist? Ich würde sagen, so aus meiner Erfahrung ganz klar ein Vorteil. Das ist, gerade wir hatten es ja vorhin, wie erkläre ich einem Lektor, dass er noch einiges an seiner, wie erkläre ich es einem Autor, dass er noch einiges an seinem Roman verbessern muss oder ändern muss. Ich glaube, das ist einfach von Vorteil, wenn der Lektor selber auch Erfahrung als Autor hat. Weil er einfach weiß um die Sorgen, um die Ängste und weil er einfach auch alle, auch diese ganzen Befürchtungen kennt, die einhergehen, wenn du dein Werk an einen Außenstehenden gibst, der sich auch wirklich auskennt mit der Literatur, der sich auskennt mit dem Schreiben. Und
Ich glaube, jeder Autor geht grundsätzlich davon aus, dass sein Buch, das er so lange bearbeitet hat, so oft umgeschrieben hat, so oft überarbeitet hat, einfach fast annähernd vollkommen ist. Und wenn er dann vom Lektor das Manuskript, das überarbeitete Manuskript zurückbekommt und alles ist rot oder fast alles, dann kriegt er erstmal einen unglaublichen Schock. Und genau so geht es mir eigentlich auch jedes Mal. Und ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, nö, das macht mir nichts aus. Das ist prinzipiell eigentlich bei allen Autoren auch der Fall. Das ist erstmal der Schock, den muss man erstmal überstehen. Es hilft auch einfach, das Manuskript mal eine Zeit lang wegzulegen und dann am nächsten Tag oder nach ein paar Stunden sich wieder vorzunehmen. Und dann stellt man fest, die allermeisten Sachen, die der Lektor gefunden hat und angekritzelt hat, das ist Pipifax, das sind Details. Das sind Details, beziehungsweise das sind oftmals auch Sachen, wo man als Autor sagen muss, er hat recht, ganz klar. Es ist aber keine große Hexenarbeit, ich kriege das alles hin. Und gerade weil man selbst auch Autor ist, ist man, glaube ich, auch viel bereiter, auf die Zusammenarbeit einzugehen. Dass man nicht einfach so auf Kontroversen ausgeht oder auf Streit aus ist, sondern dass man wirklich auch das Ziel vor Augen hat, gemeinsam kriegen wir das hin, gemeinsam schaffen wir das. Also das hilft mir, dass ich auch als Lektor hilft mir das, dass ich auch als Autor eben diese Sichtweise sehr, sehr gut kenne. Gemeinsam an einem Text arbeiten. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Sowohl als Autor wie auch als Lektor. Beide Sichtweisen. Ich hatte jetzt die nächste Frage. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ein Autor, der gleichzeitig Lektor ist, vom Verlagslektoren lektoriert wird? Das hast du ja jetzt quasi schon auch erzählt. Also das ungefähr das gleiche Gefühl, wie wenn ich die E-Mail von dir kriege. Das ist genau das Gleiche. Also, und ich muss sagen, ich habe da immer das Glück, also bei meinem Verlagslektor von Bastian Lübbe, Uwe Föhl, der ist selber Autor, der ist selber unglaublich versierter Autor, ein sehr guter Autor. Und auch mit meinen Textredakteuren sind Autoren. Da merkt man auch jedes Mal, Die kennen sich aus mit der Kunst des Schreibens, mit dem Handwerk des Schreibens. Die können auch einen Text antizipieren, die können einen Stil antizipieren. Da kann es dann wirklich auch sein, dass ein Vorschlag kommt von meinem Lektor, der auch gleichzeitig Autor ist, so der Gestalt, hey, ich habe jetzt einfach mal diese Seite gekürzt auf ein Kapitel, auf einen Absatz mit zwei Sätzen. Was hältst du da davon? Mhm. Und du liest es dann durch und denkst, ah, ganz schön gewagt, zwei Sätze aus einer Seite, aber hat er klasse hingekriegt. Mhm. Ich glaube, das kann man, glaube ich, wirklich, wenn man gleichzeitig auch Autor ist. Und wie gesagt, ich hatte immer das Glück, dass ich ein Auto habe und ich bin dann auch immer in der Situation, dass ich bereit bin, auch von meinem Lektoren zu lernen. Mhm. Und weil das auch gleichzeitig Autoren sind, die in verschiedensten Genres unterwegs sind, die mir zum Teil komplett fremd sind. Also das ist so, glaube ich, ein gegenseitiges Lernen, ein gegenseitiges Akzeptieren, ein gegenseitiges Respektieren und gemeinsam auf einen Weg machen, ist einfach eine unglaublich spannende Sache. Okay, soweit bis hierhin. Schon mal vielen Dank. Jetzt kommen wir zur Produktplatzierung. Ich würde dir jetzt gerne 5 Minuten Werbepause geben. Und dann würde ich dir die Möglichkeit geben, es geht wahrscheinlich um Rache, vermute ich mal, dass du deine Werke vorstellst und nach 5 Minuten werde ich wieder zugeschaltet. Okay, ja, Ja, es geht um meine Thriller-Serie Rache. Hier oben sieht man die 6 Bände.
Die Thriller-Serie ist in Form von E-Books und in Form von Hörbüchern erschienen, ist Ende des Jahres 2020 vollständig im Buchhandel erhältlich. Und es geht in dieser Thriller-Serie um eine LKA-Beamtin, die ja unglaublich verbissen ist, einen Gangsterboss zur Strecke zu bringen. Und ich lese jetzt einfach mal so aus dem Klappentext vor. Laura Stein ist eine Getriebene. Die junge Kommissarin ging als Jugendliche durch die Hölle und überlebte. Aber die Vergangenheit verfolgt sie bis heute. Unerbittlich jagt sie seit Jahren dem Gangsterboss Viktor Hansen hinterher. Um ihn zu stellen, ist er jedes Mittel recht. Selbst wenn sie einen Mörder als V-Mann rekrutieren muss. In der ersten Folge sieht man es. Ich hoffe, er spiegelt nicht zu sehr. In der ersten Folge, der Informant, geht es um 31 junge ukrainische, also um den folgenden Konflikt. 31 junge ukrainische Frauen verschwinden spurlos an der polnisch-deutschen Grenze. Jahre später meldet sich ein Kronzeuge bei Laura Stein. Er ist bereit, gegen seinen Boss Viktor Hansen auszusagen. Der einzige Unterweltboss ist längst in der feinen Gesellschaft angelangt. Doch die Aktion misslingt. Laura muss auf Plan B zurückgreifen. Wolf Berger, Hansens ehemaliger Mann, fürs Grobe, frisch aus der Haft entlassen. Das ist sozusagen die erste Folge, das ist sozusagen der Anfang eben dieser Serie. Jede Folge ist in sich zwar abgeschlossen, aber das grundsätzliche Ziel wird verfolgt bis ganz zum Schluss, bis zur sechsten Folge, das Ziel, den Gangsterboss zur Strecke zu bringen. Die Serie oder die beiden Protagonisten, eben die LKA-Beamtin und der Mörder Wolf Berger, die müssen jetzt in diesen 6 Folgen zeigen, wie sie zusammenarbeiten, ob sie überhaupt zusammenarbeiten können. Das ist auch beim Schreiben war das für mich eine ganz große Herausforderung, wie ich die beiden hinführe dahin, dass sie langsam Vertrauen zueinander finden. Also sie gegensätzlicher könnte es gar nicht sein. Das ist kein normales Ermittlerduo. Die sind jetzt auch nicht besonders verhaltensauffällig, sondern die sind eigentlich von Grund auf inkompatibel. Und trotzdem haben sie ein Ziel, nämlich den Gangsterboss Viktor Hansen zur Strecke zu bringen. Und das war für mich eigentlich so der Punkt, diese Zusammenarbeit, diese wachsende Nähe, das wachsende Vertrauen dieser beiden in diesen 6 Folgen zu zeigen. Übrigens, die Geschichte wird gelesen in Form der Hörbücher von Sabine Arnhold. Das ist die auch die Synchronstimme von Tina Fey oder Sandrine Bonner oder Andy McDowell. Das ist eine ganz tolle Sprecherin. Also ich kann auch die Hörbücher, kann ich guten Gewissens empfehlen. Das ist ein ganz tolles Hörerlebnis. Ich bin als Autor selbst absolut begeistert davon. Nochmals kurz zur der zweiten Reihe, Smash 99. Das ist auch eine Serie von mir, ebenfalls als, das ist eine dystopische Thriller-Serie, ebenfalls als Hörbücher erschienen. Die Sprecher sind auch ganz exquisit. Das ist Dietmar Wunder, die Synchronstimme von James Bond. Das ist Reinhard Kunert. Das ist Uwe Teschner, Nicola Anteo. Und natürlich auch Sabine Arnhold, Julia Stöpel. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite aus. Ja, herzlichen Dank für diese interessante Vorstellung. Und jetzt machen wir weiter. Jetzt kommen wir zu Lektor hoch 3. Das ist meine erste Frage. Wie habt ihr euch gefunden? Indem wir in der gleichen
im gleichen Unternehmen gearbeitet haben, in diesem Medienrechercheunternehmen im Raum Stuttgart. Wir haben Jahre, also einige sogar Jahrzehnte zusammengearbeitet als Medienlektor. Wir haben Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk, Fernsehen, Internet bearbeitet bzw. analysiert oder wurde analysiert in diesem Unternehmen. Und das war, glaube ich, einfach auch eine gute Basis, um A, eben diese Lektorentätigkeit, diese Analysetätigkeit kennenzulernen und B, uns selber kennenzulernen. Also wie ticken wir, wie funktionieren wir, welche Literatur schätzen wir, welche Filme schätzen wir. Das war dann eigentlich eine gute Voraussetzung dafür, dass wir als unser Unternehmen in Konkurs gingen. 300 Mitarbeiter wurden damals arbeitslos, dass wir damals einfach gesagt haben, hoppla, wir kennen eigentlich da die Lektorentätigkeit eigentlich aus dem FF, warum machen wir uns nicht selbstständig? Und das war so eine grobe Idee und aus dieser Idee ist dann das Lektorat Lektor hoch 3 entstanden. Oh, prima. Wer macht bei euch was? Also meine Kollegin Regine Bott, die macht vorwiegend Lektorat. Sie ist auch eine sehr gute, sehr versierte Science-Fiction-Autorin, auch dekoriert. Also sie hat den Preis, den Seraph bekommen als beste Debütautorin. Sie hat sich da, ist natürlich auch die Spezialistin im Science-Fiction- und Fantasy-Bereich. Ich bin so ein bisschen ich mache eigentlich so alles, Lektorat wie auch Korrektorat. Also ich bin eigentlich derjenige, der dann auch jede einzelne Schreibweise und jedes einzelne Komma abklopft. Also ich bin wirklich so der Korrektor, der mit dem Elektronenmikroskop da drüber geht, aber eben auch Lektor für eigentlich alle Sparten. Also ich habe da eigentlich keine Genregrenzen. Und der dritte im Bunde, Holger Jörg, Dr. Holger Jörg, ist zuständig für wissenschaftliche Arbeiten, also Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten. Im Lektorat, wir machen kein Ghostwriting, nicht, dass da irgendjemand falsche Hoffnungen oder dass da falsche Hoffnungen geweckt werden. Also ebenfalls Lektorat, Korrektorat. Das ist so unsere Arbeitsteilung. Gibt es das, dass man Bachelor, Masterarbeiten, dass man sich das lektorieren lässt? Ja, also genau. Das gibt es sehr wohl. Das ist eigentlich das, was glaube ich jeder aus seinem Studium kennt, dieses Korrekturlesen. Dieses Korrekturlesen heißt ja eigentlich auch letztendlich, hoppla, da fällt der Übergang oder hoppla, da fällt eine Erklärung, hoppla, diese Passage hast du 2 oder 3 Mal einfach schon mal eingebaut. Also der Lektor einer wissenschaftlichen Arbeit klopft eben auf Stringenz ab. Er klopft jetzt nicht ab auf die Logik in einer Mathematik-Bachelorarbeit oder in einer BWL-Arbeit. Also da fällt einem unter Umständen einfach auch die Fachkenntnis, sondern er klopft ab, Logik. Ist der Text logisch aufgebaut? Die These, die man am Anfang gestellt hat, wird diese These untermauert oder geht die Beantwortung der These, geht die irgendwo verloren? Geht die wissenschaftliche Arbeit auf einmal in eine ganz andere Richtung, die Student eigentlich gar nicht wollte. Das sind, glaube ich, auch so die Arbeiten, die eben ein Lektor von wissenschaftlichen Texten auch machen muss. Lektoriert ihr euch denn eigentlich auch gegenseitig? Das haben wir gemacht am Anfang. In der Zwischenzeit sind unsere Auftragsbücher so voll, dass wir uns das eigentlich gar nicht mehr leisten können. Ihr seid zu teuer für euch. Wir haben einfach keine Zeit. Wir haben einfach keine Zeit dazu. Was wir immer wieder machen, ist, dass wir uns gegenseitig die Exposés unserer Arbeiten zuschicken. Nämlich das ist, glaube ich, einfach auch schon ein wesentlicher Punkt. Wenn es da schon hakt oder wenn da etwas nicht schlüssig rüberkommt, dann ist es schon eine große Hilfe, wenn man das eben von seinem Kollegen erfährt. Das ist auch genau der Punkt. Bietet ihr noch mehr an neben dem Lektorat? Ich habe vorhin schon Satz gehört und E-Book-Satz. Genau. Also wir haben Weiterbildung gemacht im Bereich Buchsatz, Typografie. Wir machen Buchsatz.
in allen möglichen Formaten, besprechen das eben auch mit Autoren, gerade im Self-Publishing-Bereich, kann man da wirklich auch viel gemeinsam mit den Autorinnen und Autoren bewerkstelligen. Ansonsten, wenn man beim Verlag ist, ist ja komplett außen vor. Der Verlag gibt vor, der Verlag macht und du hast es dann abzusegnen. Jedenfalls ist das meistens der Fall. Und als Self-Publisher kann man einfach auch selbst in den Buchsatz seine Wünsche und seine Vorbilder einbringen. Und wir würden dann, oder wir sind dann sozusagen gefordert, diese Wünsche auch umzusetzen in einen schönen Buchsatz, den die Autorin oder der Autor einfach auch absegnen kann, wo sie einfach sagt, hey, super, klasse. Und zusätzlich machen wir auch E-Books. Wir haben auch Weiterbildungen gemacht im Bereich E-Book-Programmierung und E-Book-Konvertierung. Das ist auch ein wirklich ein netter Bereich, der eigentlich auch große Freude macht. Okay. Vielleicht sollte ich mal überlegen, das nächste Mal auch den Satz durch euch machen zu lassen, weil aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das wirklich eine Schweinearbeit ist. Und dann weiß ich auch noch nicht, ob es wirklich gut gelungen ist, weil ich natürlich mache es fertig, aber ich denke mal, vielleicht verspiele ich auch ein bisschen Potenzial. Da können wir das nächste Mal darüber reden. Gerne, gerne. Also das machen wir in der Zwischenzeit schon seit Jahren und da haben wir eine gewisse Fingerfertigkeit uns auch zugelegt. Wir wissen, auf was es ankommt beim Buchsatz. Aber es ist weiterhin natürlich eine kleine Arbeit. Ja. Also es gibt Autoren, die arbeiten mit InDesign und denken, man hat InDesign und dann auf Knopfdruck wird dann einfach der schönste Buchsatz der Welt. Das ist nicht so. Auch mit InDesign muss man eben in die Tiefe gehen und in die kleine Arbeit gehen. Und in Word, man muss, glaube ich, wenn man gute, qualitativ hochwertige Buchsatz, einen qualitativ hochwertigen Buchsatz abliefern muss, muss man einfach auch in die Details gehen und auch einen Blick haben, wo sich Fehler einschleichen können. Also du hattest ja das mit dem Hurenkindern, Schusterjungen. Mhm. Also das sind auch die Punkte, die irgendwann einmal so in Fleisch und Blut übergehen und wo man einfach auch einen Blick entwickeln kann, damit man eben die so gut wie möglich und so einfach wie möglich beseitigen kann. Okay. Gibt es noch irgendein Gebiet, wo ihr vielleicht nochmal expandieren wolltet, so im Bereich Lektorat und umgebende Dienstleistungen? Momentan nicht. Was uns gerade ziemlich mehr beschäftigt oder in Beschlag nimmt, muss man sagen, sind unsere eigenen Schreibprojekte. Also sowohl die Regine als auch ich sind eigentlich sind eben nicht nur Lektoren, sondern sind auch Autoren, die Kurzgeschichten schreiben, die Romane schreiben, die Romanserien schreiben. Das muss natürlich auch gemacht werden. Und da ist immer so auch so die Frage, wo sind wir eigentlich besser oder was packt einen mehr, das Lektorieren oder das Schreiben? Und wenn Regine oder wenn ich jetzt sagen, hey, ich habe jetzt einen Schreibauftrag oder bei mir, ich habe jetzt einen Flow, dann muss man das einfach respektieren. Und dann kann es halt wirklich auch sein, dass dann da einer von uns oder einer einfach sagt, hoppla, ich nehme mich jetzt einfach mal raus aus dem Lektoratsgeschäft und schreibe jetzt ein halbes Jahr lang für einen Roman. Das muss man, und das kommt da bei uns also schon vor. Also gerade bei meiner Serie bei Rache, da habe ich mich eigentlich so gut wie ganz rausgenommen für ein halbes Jahr. Da habe ich dann Website-Texte korrigiert, das geht immer, aber ansonsten nichts lektoriert. Also das kann man eigentlich nicht gleichzeitig machen, man muss sich auf eins konzentrieren. Das ist genau der Punkt. Block sozusagen. Das ist der Punkt. Also Korrektur kann man machen, nebenschreiben, aber lektorieren, einen Roman lektorieren und selber einen Roman schreiben, das ist brutal schwer. Du hast zwei Erzählstimmen im Kopf. Nämlich die eine,
die dir sozusagen deinen Roman diktiert oder mit der du deinen Roman schreibst. Und dann hast du aber die Erzählstimme des Romans im Kopf, den du lektorierst. Und das ist unglaublich schwer. Also das, deshalb, das ist so unsere Erfahrung und wahrscheinlich macht es jeder Lektor, der auch gleichzeitig Autor ist, macht diese Erfahrung auch, das geht eigentlich nicht. Das geht, also so diese Trennung geht eigentlich nicht. Man muss sich da rausnehmen aus dem Lektoratsgeschäft und sagen, nein, ich kümmere mich um meinen Roman oder um meine Kurzgeschichte, dann funktioniert das auch. Okay, gut, dann sind wir am Ende, am Schluss. Wir haben jetzt alle Fragen beantwortet. Das war mir wieder einmal ein besonderes Vergnügen, heute mit dir zu sprechen. Vielen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke in das Innenleben eines Lektorats. Bedanken möchte ich mich auch bei meinen beiden Kolleginnen, Tatjana und Petra, die im Hintergrund an den Knöpfen und an den Räumlichkeiten gearbeitet haben und dafür gesorgt haben, dass ich einfach nur das moderieren konnte und mich nicht um die Technik kümmern musste. Und ich möchte Sie bitten, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, die Literaturhaus-Lichtspiele. Da werden Sie noch einige interessante Sendungen sehen können, wie zum Beispiel die Fortsetzung dieser Reihe. Da haben wir die nächste Ausgabe im Februar. Da wird es mit der Mascha Varsena über das spannende Leben einer Literaturagentin gehen. Da bin ich auch schon mal sehr gespannt. Auch aus eigenem Interesse als Autor ist man da ja immer sehr dran interessiert. Und am 29. Januar beginnen wir mit einem neuen Veranstaltungsformat, dem Literaturhaussalon. Und da ist mein erster Gast der Krimi-Autor Martin Meyer. Er hat einen historischen Kriminalroman geschrieben, Der falsche Karl Valentin. Und da werden wir über diesen Roman und Karl Valentin in Little Karlstadt sprechen. Das wird auch ein sehr interessanter Abend werden. Ja, und seien Sie also gern dabei und entdecken Sie die Welt des Buches neu und vor allem aus erster Hand. Lieber Joachim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Und wie man jetzt leider immer noch mal sagen muss, bleiben Sie bitte gesund. Also, Arthur, ein letztes Wort von mir. Vielen Dank, Christian. Es war ein Vergnügen, mit dir dieses Interview zu führen. Und ja, noch viele Grüße nach Den Haag. Macht's gut. Habt eine schöne Zeit. Vielen Dank. Macht's gut. Schönen Abend. Tschüss.